Immer höher, weiter, länger, höher hinaus. Sind die Alpen noch zu retten? Also wir erleben schon in den letzten Jahren einen Alpentourismusboom und das Ziel ist, den Alpentourismus qualitativ zu verbessern und nicht mehr quantitativ zu steigern. In den vergangenen, sage ich mal, 50, 70 Jahren war eigentlich immer das Credo, mehr Tourismus ist besserer Tourismus. Und ich glaube, da müssen wir jetzt in Zeiten des Klimawandels und nach der Corona-Krise einfach eine Trendwende hinbekommen. Und wir haben jetzt auch die Chance, was zu ändern und nicht mehr so weiterzumachen wie bisher. Wodurch entsteht der Druck auf die Landschaft? Ganz konkret, was sind so die wesentlichen Punkte, woraus Druck entsteht? Also ein Hauptthema ist das Thema Verkehr. Ungefähr 75% der touristischen CO2-Emissionen kommen aus dem Verkehr. Und wenn man sich manche Täler anschaut, sowohl im Winter als auch im Sommer an haupttouristischen Tagen, dann gleichen die Großparkplätzen. Das ist sicher zum einen nicht das, was die Leute da suchen in den Bergen, und zum zweiten ist es aus Klimaschutzgründen katastrophal. Also hier braucht man wirklich eine deutliche Trendwende zu längeren Aufenthalten mit weniger Verkehr, weniger Tagestourismus und dafür Anreise und Bewegung mit dem ÖPNV. Dann ein anderes Thema ist das Thema, dass wir immer noch weiter erschließen die Berge, sei es mit Bergbahnen, die vor allem dann auch größere Kapazitäten bekommen sollen, sei es aber auch mit Wegen, Klettersteigen etc. oder auch irgendwelchen Sommer-Event-Infrastruktureinrichtungen. Ich glaube, auch das ist der falsche Weg. Die meisten suchen eigentlich Ruhe und Erholung. Und wir brauchen nicht an mehr an Infrastruktur, sondern wir müssen den Raum, den wir haben, qualitativ hochwertiger nutzen. Welche Begleiterscheinungen bringt der E-Bike-Trend mit sich? Also wir erleben wirklich gerade durch das E-Bike eine Erreichbarkeitsrevolution des alpinen Raumes. Es hat im Prinzip jeder seinen Lift unterm Hintern. Und wir erleben, dass wirklich Massen an Menschen in Ruheräumen sind, wie das vor 10 Jahren, als das E-Bike so noch nicht gegeben hat, überhaupt nicht der Fall war. Das führt zum einen dazu, dass also wirklich bestimmte störungsempfindliche Tierarten wie unsere Raufußhühner, wie Auerhühner, Birkhühner, Haselhühner, zum Teil auch Schneehühner, dass die massiv gestört werden. Zum anderen erleben wir aber auch, dass viel auf Wegen oder außerhalb von Wegen gefahren wird, was zu erheblichen Erosionsschäden überall in der Landschaft führt. Und wir merken aber auch, dass es immer mehr Konflikte auch mit Wanderern gibt auf schmalen Wegen. Bei der Masse an E-Bikern ist das kaum zu verhindern. Was würden Sie sich hauptsächlich wünschen? Was müsste anders werden? Was sind die wichtigen Punkte, die man verändern kann, wo es auch realistisch ist, da was zu erreichen? Also ich glaube, wir brauchen grundsätzlich eine Trendumkehr eben zu einem qualitativ hochwertigeren Tourismus. Nicht mehr die Quantität muss gesteigert werden. Das bedeutet, dass wir den Verkehr anders organisieren müssen, dass wir nicht mehr in Straßen ständig investieren dürfen, sondern eben in Bus und Bahn, in gute Radlwege. Wir müssen auch schauen, wie in der Gastronomie, in der Hotellerie einfach im Bereich die regionale Landwirtschaft gefördert wird, indem regionale Bio-Lebensmittel verkauft werden und nicht irgendwelche Fast Food von irgendwoher importiert. Wir brauchen wieder mehr Übernachtungstourismus. Das bedeutet, dass man diese ganzen tagestouristischen Angebote, irgendwelche Eventinfrastruktur, die sehr stark in den Agglomerationsräumen im Umland beworben werden, dass man die nicht mehr fördert. Genau, und wir brauchen, glaube ich, auch noch ein klareres Bewusstsein, sowohl bei Einheimischen als auch bei den Gästen, was ist in Ordnung in der Natur, wie bewegt man sich in der Natur und was sollte man lieber sein lassen, weil also der Alpenraum und gerade die Allgäuer Alpen sind wirklich ein Hotspot der Biodiversität und
den wollen wir einfach für die Zukunft bewahren und da müssen Einheimische und Touristen alle zusammenhelfen.